Irizar I6S. Ja, der hat jetzt die 4-Sterne-Ausstattung. Wir haben sogar jetzt mit 4 Beinen verhört. Ja, hat er. Scania Irizar I6S. Limited to 100 km/h. Fluid systems and audio systems. Side cameras instead of mirrors. Hello. To avoid water port. Drive neutral and rear, 2 pedals only, for automatic. Parking brake is here, pocket for the driver, armrest and Shuko socket. Here is for easier talk, he can lower this Bosch microphone and speak to the rear, and actually it has separate air conditioning for the driver and for the passenger part. Here is screen for view on the cameras and the doors with 2 USB ports made by Irizar. Now let's go see the passenger part. Armrest in the middle, footrests, adjustable table with cup holder, Screen. Ja. Was den Fahrer? Den Fahrer. Das ist ja genau von Scania, ne? In baggage compartments are with doors. Handles. Hi. Hallo. On both sides. Wollt ihr Kameras sehen? Ja, mach mal. Gibt's das nur gleich, weil er keine Luft mehr hat. Nicht erschrecken. Ah, hier sind die Bildschirme, das ist ganz geil. Genau, also unten der Bildschirm ist dann auch die Rückfahrkamera drin, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Ja. Aber es ist echt ungewohnt ohne Spiegel. Ich fahre ja sonst auch Bus in einem Reiseunternehmen. Bist du ohne Spiegel schon mal gefahren? Nee. Ja, ich eben auch nicht. Also ich mache so Überführungsfahrten und so nebenzu. Ja. Und würde mich auch mal interessieren. Aber es fehlt halt so ein bisschen irgendwie. Ja, man kann es halt schlecht abschätzen, denke ich. Die Entfernung. Cool. Fährt dieser Bus nach Palma de Mallorca? Direkt am Ballermann. Obwohl das mit dem Kabel finde ich irgendwie nicht so cool gelöst. Nee, ist nicht so. Was geht denn hier die ganze Zeit? Ganz so schön. Ja, keine Luft mehr drum. Kein Druck mehr. Aber sonst ist mit dem Lenkrad so von Scania so schön beledert und so. Aber das ist echt, also muss man sich dran gewöhnen. So ja. Du kriegst natürlich auch mit normalen Spiegeln, das ist optional. Ja, ja. Ja, selber macht es noch nicht, ne? Nee. Wo haben die eigentlich ihre Busse? Wo sind die meisten? Nicht da. Gar nicht da? Nee. Die waren nur Montag, Dienstag da. Special area with table and it has sleeping compartment for the driver. Unfortunately, now it's filled with baggage, but here it is. Also, it has Schuko contact. And maybe this is intercom with the driver. Also WC. Tap water, mirror, toilet, hopefully I won't walk myself into the toilet, handle for easy stand up from there and hygienic tools. Lots of storage under the seats as well for baggage or feet. Adjustment of the seats. And here are more baggage compartments. This one is lockable, just in case. This one is not. Here you have no baggage compartment, but you have screen. And screen there, three screens, and another lobby part for 4 people with table and cup holders. So this is the worst place in the bus because you have no armrest, no footrests, nothing. So I once traveled around 500 kilometers at this place and I can tell you it's the worst place in the bus. By any means avoid it, but still you can travel there, of course, if you need to, and it's still better than traveling, for example, walked in the toilet if you by accident walk yourself there. Here is footrest. So the guy here has footrest but no armrest. In front here you have 2 armrests and each row of seats has this same installed armrest in the middle and on the sides. then you have the window. Excellent manufacturing by Scania and Irizar. Seat number is here. Air conditioning control for the two passengers. Here tables as well. And this is for coffee machine usually and snacks. You see that Cafe Perfect and drawers for cafe, sugar and so on. Handle here, and now I get outside from the second door. Locked storage baggage. So it's lockable. Here is smaller baggage compartment. And another one above the tires. Another baggage compartment. And here is the bigger one, but it's locked. This one as well. Side detectors, assistance, view under. Now let's go see it from above. The storage compartment and another side check.